3-5-2-Formation, let's go! Eigentlich schon ein paar gute Drafts mitgebaut. Joa, Ribéry, let's go, kann man machen. Und Puskás, Puskás kriegt man relativ oft, Ribéry nicht ganz so oft, deswegen nehmen wir Ribéry mit. Und der geht jetzt linke Mittelfeld. Love Bones, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, Leute, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten und nicht dazu verpassen. Leider keine zweite Icon, schade, nein, gut. Aber nichts machen, wir nehmen McManaman mit. Love Bones, Leute, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, ne? Ihr wisst es, abonnieren und so weiter und so fort. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir haben die erste Team of the Season Card, aber wir haben auch Blanc. Wir nehmen natürlich Blanc mit, denn wir wollen natürlich auch heute wieder, wenn möglich, den Icon-Rekord toppen. 10 Icons hatte ich schon dutzende Male. Wir wollen heute natürlich endlich mal die 11 Icons. Oh ja, ja, Touré, kranke Karte, müsste man eigentlich mitnehmen, aber wir haben eine Icon Gattuso. Und damit sind wir bei 3 Icons. Dementsprechend sieht es sehr gut aus, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran, ich sag's euch. Wie gesagt, am besten abonnieren, Glocke aktivieren, 13 Uhr täglich neue Videos. Schreibt gerne mal in die Kommentare, Yashin und Vidic. Vidic, ich glaube noch nie gehabt, läuft bei uns. Wir sollten auch Vidic mitnehmen, weil dann können wir Yashin noch auf der Torhüter-Position kriegen. Wäre auf jeden Fall ein smarter Move hier. Deswegen nehmen wir auch Vidic mit. Läuft bei uns, 4 Icons schon. Ey, 5 Karten, 4 Icons. Das sieht hier ganz nach einem neuen Icon-Rekord aus, Leute. Ich glaube, heute wird es endlich soweit sein. Wahrscheinlich stocken wir gleich wieder bei 10, wie immer. Ich sag's euch, wie jedes Mal. Ja, schreibt gerne rein, Leute, was ihr so zum Team of the Season, oh, Team of the Oberdorf, ich komme hier nie zu ausreden, was ihr bislang zum Tod so gezogen habt. Ich hoffe natürlich, dass ihr schon den ein oder anderen heftigen Team of the Season am Start hattet. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr keine Packs zieht. Oh, Greenwood, schreibt gerne mal rein, was euer Icon-Rekord im Draft ist. Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft? Was ist euer Rekord? Ihr wisst es ja, mein Rekord liegt bei 10. Das hatten wir schon einige Male. Heute versuchen wir es dann endlich mit den 11 und es sieht ganz gut aus. Aber naja, mal abwarten. Bislang sind nämlich keine weiteren Icons dazugekommen. Jetzt aber wieder Agi, sehr nice. Okocha auch noch. Und Malcolm mittendrin haben wir auch noch. Wir nehmen natürlich Agi mit. Der sieht ein bisschen aus wie Kaka, ne? Nee, war das Kaka? Oder ich hatte gerade einen anderen Spieler. Ne, Hamid Altintop. Das kennt ihr, Hamid Altintop. Noch ein bisschen auch wie Kaka. Aber ein bisschen wie Hamid Altintop. Oder Halil Altintop. Halil Altintop. Waren beides. Waren ja Dings. Ihr wisst, was ich meine, ne? Zwillinge. Deswegen. Von daher, egal, wen ich meine. Aber sieht ein bisschen so aus wie die alten Tops. Ich sag's euch. Okay, Toyota. Ah, wohl, Toyota wäre einfach eine Icon. Na, gehen wir erstmal auf die Stürmerposition. Wird manchmal gut, manchmal schlecht. Ja, Cristiano Ronaldo. Ja, und Salah und Harry Kane. Ja, haben wir zum Team of Gear 2 oder 3 Mal, glaube ich, sogar gezogen. Den guten Harry Kane. Cristiano Ronaldo, 86er, nun die normale Karte. Ich bin mal gespannt. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, kriegt Ronaldo nächstes Jahr für ein Rating? Come on. Oder was ist das denn schon wieder auf der Torhüter-Position? Ich glaube es nicht. Pepe Reina war einfach mal beim FC Bayern. Oder wie alt ist der mittlerweile? Oder der ist 42, der spielt immer noch. Kennt der gar nichts. Wie Buffon. Wie Buffon, der zieht durch. Ja gut. Chavas ist der oder die highest rated Karte. Ey Leute, wir hatten so viele Icons am Anfang. Ne? Jetzt sind wir gerade mal bei 5. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch die 6. hier, weil... Jawohl, wenigstens noch die 6. Oh, Drogband. Oh, Bruder, Team of the Ronaldo. Ich glaub's nicht, Alter. Ich glaub's nicht. Haben wir denn schon mal Team of the Ronaldo im Draft? Boah, kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich weiß es nicht mehr, aber... Wir haben natürlich einen 94er Drogband. Ich sag mal so, wenn es jetzt nur Larsen gewesen wäre, der Zlatan Ibrahimovic, sieht einfach wirklich aus wie 1:1 wie Ibra. Einfach auch aus Schweden und Stürmer. Dann würde ich auf jeden Fall Ronaldo. Ja, wohl, ne, auch nicht wahrscheinlich. Wir wollen ja den Icon-Rekord toppen. Aber okay, wir haben auch einen 94er Drogba. Deswegen, ich glaube, wir hatten Ronaldo auch schon am Start. 92er Wertung nach der Startelf und wir haben 79er Torhüterin. Also, das ist nicht verkehrt. Okay, wir sind bei 6. 6 Icons ist noch alles drin. 5 Icons brauchen wir auf der Bank. Jetzt brauchen wir nur noch 4 Icons, denn wir haben Joe Cole. Heißt der überhaupt Joe? Das ist geil. Wie heißt der im Vorname? Wo steht denn sein Vorname, ey? Ashley, oder? Aber es gab auch mal einen Joe Cole, glaube ich, ne? Ashley Cole hieß der, stimmt. Chelsea-Legende. Ich wollte eigentlich gucken, ob der Warner spielen kann, nein. Nur Außenverteidiger spielen. Komm auf 93. Nicht auf 93, schade. Schade, schade. Wir haben nur 90er plus, außer McManaman. Sonst haben wir nur McManaman. Okay, sonst haben wir nur 90er plus Spieler. Läuft bei uns. Volles 90er Team sollte drin sein. Oder was ist das denn schon wieder hier? Ey, come on. Wir sind doch nicht gestern, es wurde doch nicht gestern EA FIFA 24 released. Einen Tag später, okay, dann können die Spieler mal so aussehen, die man bekommt, aber nicht, Bruder, mittlerweile 7 Monate später oder 8 oder keine Ahnung wie viel. Puskás, okay, nice Sache. Gott sei Dank haben wir den nicht am Anfang mitgenommen. Ich habe es gesagt, Puskás kriegt man relativ oft. Von daher
gute Entscheidung. Warte, man kann Salat zufällig auch rechts spielen. Jawohl, da habe ich mir schon gedacht. Sehr nice. Okay, das ist natürlich jetzt fresh. Puskas vorne auf die Stürmerposition. Okay, wir brauchen noch drei Leute. Drei Icons. Wir kommen immer noch nicht auf 93, ich glaube es nicht. Na gut, drei Icons. Doch bitte, wir müssen es doch jetzt endlich mal toppen, diesen verdammten Icon-Rekord. Schmidt, 97er Cruyff. Okay, das ist heftig, den hatten wir noch nicht am Start. Das ist krank, Mann. 97er Johann Cruyff. Kann man mal mitarbeiten, würde ich sagen. Und wir brauchen... Agi hat gar nicht über 90. Bruder, Gattuso auch nicht. Ich erzähle die ganze Zeit was vom Call 90er Draft. Bruder, komplett lost. Zwei Spieler unter 90, ich glaub's nicht. Okay, zwei Icons noch, Leute. Zwei Icons noch. Wir haben noch die gesamte Auswechselbank und auch einen Reservespieler. Wenn jetzt hier noch ein Icon kommt, das wäre natürlich perfekt. Ah, Messi, schade. Wird irgendwann mal ein Icon kriegen, aber bringt uns jetzt nicht viel. Wir nehmen ihn natürlich trotzdem mit, gar keine Frage. Aber wir brauchen nach wie vor noch zwei Icons. Oh, bitte, ey. Es muss jetzt hier auf den ersten beiden ein Icon dabei sein, sonst wird es wieder... Ey, Leute, wir hängen gleich wieder auf 10. Ich sag's euch, wir hängen gleich wieder auf 10 Icons. Ey, das kannst du niemandem erzählen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, diese verdammten 11 Icons zu toppeln. Okay, wir brauchen noch eine. Bitte, eine. Eine verdammte Icon brauchen wir noch. Ey, come on, das kann nicht wahr sein. Eine müssen wir noch kriegen. Okay, ich muss noch ganz kurz schauen. Die können alle nur Mittelstürmer und Stürmer spielen. Alter, ich glaub's nicht, ey. Dann nehmen wir Sola mit. Kann denn einer hier von denen? Nee, Drogba wahrscheinlich auch nicht, ne? Na, nein, das gibt's doch nicht. Na gut, pass auf, wir machen es erstmal so. Und nur eine Trotzkarte. Irgendwie ist die Trotzkarte relativ selten. Okay, wir brauchen noch eine Icon. Das sieht gut aus. Come on. Tja, endlich. Xavi, 11 Icons. Ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub es nicht. Wir haben's endlich gepackt. Full Icon Draft. Ich glaub's nicht. Come on, 11 Icons, let's go. Endlich, das Full Icon Draft. Ich habe schon gedacht, wir packen es gar nicht mehr dieses Jahr. Ich habe wirklich gedacht, wir packen es nicht mehr dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon bei 10 Icons und dann sind wir nicht mehr weitergekommen. Ey, komm, jetzt wollte ich aber auch noch eine 12. Ich glaub's nicht, ey, endlich. Okay, jetzt haben wir die 10. Nächster Rekord, den wir angehen wollen, wäre natürlich dann, jetzt haben wir 11. Die 12 Icons, es sei denn, wir kriegen hier noch eine 12. Na, schade. Komm, jetzt müssen wir auch noch eine 12. rausballern. Die Lorenzo, komm, zwei Karten noch, eine noch, da haben wir 12, das werden wir, glaube ich, niemals mehr toppen. Ich glaube aber auch 11 wird sehr, sehr schwierig werden. Okay, letzte Karte, komm, auch noch ein Icon vielleicht auf der Torhüter-Position. Nein, aber wir haben es gepackt, let's go, endlich. Boah, ich weiß nicht, wir haben jetzt, ey Leute, wir haben jetzt, ich weiß nicht, 7 Monate, ist vielfalls draußen, 6, 7 Monate dafür gebraucht, endlich dieses 11-Icon-Draft zu ballern, ey, es geht doch. Ich habe schon gedacht, wir kriegen es nie wieder hin. Oder nie wieder, wir haben es noch nie geschafft. Nie mehr hin, bis zum Ende von FIFA. Aber ich habe nicht aufgegeben, Leute. Let's go. Lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren. Täglich einschalten, nichts dazu verpassen. Ich hoffe, du seid täglich am Start. Ich würde mich sehr freuen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Tag 13 neue Videos. Schreibt mal gerne rein, was euer Icon-Rekord ist. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere von euch schon vielleicht die 11 Icons im Draft getroppt hat. Oder vielleicht sogar 12 Icons hatte. Guardiola natürlich auch noch. Dann würde ich sagen, macht's gut, schreibt gerne rein, was ihr so zum Pots gezogen habt. Ich hoffe, ihr hattet den einen oder anderen heftigen Pots am Start. Wir haben es endlich geschafft. Full Icon Draft Challenge abgeschlossen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.